guten Tag. Ich bin's wieder, Uwe, und heute möchte ich euch als kleine Abwechslung mal was anderes vorstellen. Ich habe am Freitag mein neues Fahrrad bekommen. Das habe ich bestellt bei Real Online. Und denn die waren als einer der wenigen überhaupt mit relativ verlässlichen Lieferinformationen da. Hat gedauert insgesamt 10 Tage die Lieferung mit Vorausansage des Spediteurs. Erstens per E-Mail, dass sie sich dann später noch einmal telefonisch melden. Telefonisch haben sie sich dann auch im Vorfeld noch gemeldet, dass ich genau wusste, also plus minus 2 Stunden, wann die Lieferung ankommt. Und es war dann auch sehr pünktlich innerhalb dieser Zeit. Das heißt also, die ganze Lieferkette insgesamt war ich sehr mit zufrieden. Der Preis waren 536 Euro für das Fahrrad und 34 Euro noch einmal die Lieferung. Es handelt sich hier um das Profete Entdecker 2. Moment, ich muss auf meinen Spickzettel gucken. 20.btt.10. Ein 28 Zoll Trekkingrad. Es gab die in 2 Rahmengrößen, 50 und 55 cm. 50 cm von Mitte Tretlager bis Oberkante Rohr. Ich habe das 55er genommen, das ist für meine Größe ziemlich genau das Passende. Errechnet waren 53 cm, aber das nächstliegende nimmt man dann halt und das waren 55. Bereift ist es mit, klar, 28 Zoll mit Continental-Reifen, die sehr breit sind und sehr guten Grip versprechen. Stabile Felge. Schaltung ist eine Shimano 3x8, die sehr präzise arbeitet. Der Hebelarm für rauf- und runterschalten ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man andere Mountainbikes gewohnt ist, aber das hat man ganz schnell drauf. Ich bin jetzt nur ein paar hundert Meter gefahren, aber in der Zeit war schon alles klar. Also generell die Bedienung, sehr zufrieden. Bremsanlage, ebenfalls Shimano, hydraulische Scheibenbremse vorne und ebenfalls hinten. Ich glaube, es ist ein 180er Durchmesser, müsste ausreichen für das Fahrrad. Man möchte ja auch nicht unbedingt zu viel verlangen. Und für den Preis 536 Euro, wie gesagt, da kann man nicht meckern. Gut, gekommen ist das Fahrrad so, wie es hier steht, außer die Pedalen. Das sind meine, die habe ich schon drauf gemacht. Mitgeliefert werden diese Pedalen hier von Union, die allerdings auch einen sehr guten Eindruck machen. War nicht ganz so mein Geschmack mit der Gummifläche hier drauf, aber das ist jedem selber überlassen, ob er damit klarkommt oder nicht. Die sind auf jeden Fall qualitativ hochwertig und die Drehlagerung selber mit Gummidichtungen drin gegen Feuchtigkeit und Dreck einwandfrei in Ordnung. So, als nächstes dazu gekommen ist eine Packtasche, klar, mit Reklame drauf von Profete, die allerdings einen super Eindruck macht, wie gesagt. Hier sind vernünftige Clips dran, keine irgendwelche fummeligen kleinen Laschen, richtige Clips, die dann auch noch in dem Moment, wo das hier stramm gezogen wird, aufgehen können. Das heißt, ich muss nicht dahinter greifen, wenn es dann mal voll beladen ist, um die Clips aufzumachen. Ich kann einfach nur hier an dem Griff ziehen und schon kann ich es damit rausnehmen. Des Weiteren hier unten ein Klettverschluss, um es unten an dem Gestänge des Gepäckträgers festzumachen. Dann weiterhin durch die Lasche, die hier drüber gezogen wird oder drüber geklappt wird, ist das Ding hundertprozentig wasserdicht, hat einen festen Rücken, ist also nicht so ein Schlabbersack, wie so manche andere. Noch einmal den Kompressionsriemen hier drüber. Also die Tasche an sich macht einen sehr, sehr wertigen Eindruck. Auch die Befestigung mit nochmal extra Platten, die von hinten genietet sind, mit der Druckplatte hier hinten, also sehr stabil und verspricht nicht schon bei 3 Kilo kaputt zu gehen. Sehr anständig, muss ich sagen. Dazu gekommen ist ebenfalls, klar, Papiere, Unterlagen, der Schlüssel 14 und 15 für die Pedalen zur Montage. Dabei bedenken, rechte Pedale hatten Rechtsgewinde, linke Pedale hatten Linksgewinde. Also dann bei den Zuschrauben daran denken. Gut, dazu gekommen ist dann auch noch ein Werkzeug von der Firma Profete natürlich.
Aber hier sind alle Schrauben, Schlüssel, Sechskant bzw. Inbus, Torx und Kreuzschraube drin beinhaltet, die auch für dieses Fahrrad, eben dieses Fahrrad benötigt wird. Da ist kein zusätzlicher Schnickschnack dran, den man sowieso nicht braucht und der nur Geld kostet und Gewicht ist, sondern das Ding ist absolut handelbar. Gut, der Seitenständer ebenfalls, so wie das Fahrrad hier steht, ist es gekommen. Der Seitenständer musste noch ein bisschen eingestellt werden, denn wenn das Fahrrad gerade steht, so oder fast gerade, dann kommt der leiseste Windzug und es kippt um. Aber hier ist von hinten eine kleine Inbusschraube und der Schraubenschlüssel bzw. der Inbus, der ist auch damit beinhaltet. Die Schraube wird nur leicht gelöst und es wird auf den richtigen Winkel reingedrückt, festgezogen und fertig. Da ist also auch kein Plastik, sondern auch eine Aluminiumschiene hinter, die also auch verspricht, länger zu halten als 2 Wochen. Gut, der Gepäckträger, kommen wir mal dazu. Ich hatte vorher im Internet ziemlich viel geschaut und recherchiert, was so an Fahrrädern für welchen Preis zu haben ist, für meinen Zweck als Trekkingrad, was auch ein bisschen mehr Gewicht vertragen kann und auch einen vernünftigen Gepäckträger. Das war ein wichtiger Punkt, den ich hatte. Viele Fahrräder heutzutage, auch hochpreisigere Fahrräder, haben das Problem, dass die diese vordere Verbindung zu dem Rahmen hier nicht haben. Also keine metallene Verbindung. Die sind darauf angewiesen, dass die über diesen Plastik-Spritzschutz mit befestigt sind. Die haben unten eine Befestigung oder zwei und hängen hier praktisch in der Luft und sind nur an dem Plastik mit befestigt. Das sieht auf den ersten Blick druckmäßig stabil aus, aber sobald da Gewicht drauf ist und die Sache fängt ein bisschen an zu schockeln bei unebenem Weg, ist ruckzuck das Schutzblech gebrochen, kaputt und die Ladung liegt auf der Straße. Und deswegen habe ich hier Wert drauf gelegt, dass hier auch dran gedacht wurde, auch ein mehrfach verstellbares Ding, das heißt, da können auch noch zusätzliche Sachen angeschraubt werden, dass hier eine Querverbindung besteht mit dementsprechenden Lagern bzw. Gewindestiften im Rahmen drin. Und das haben nicht alle Fahrräder, leider nicht, auch nicht die viel teurer sind. Und da habe ich gesagt, das ist für ein Trekkingfahrrad, für meinen Geschmack, No-Go, das geht nicht. Das muss so stabil sein, dass man da auch vertrauenswert. Der Gepäckträger ist auch bis 25 Kilo da gebaut und zugelassen und da habe ich auch überhaupt keine Befürchtungen, dass da irgendwie etwas kaputt gehen kann. Sehr stabile Stahlrohr und die Befestigung ebenfalls, alles sehr stabil. Da habe ich wirklich Vertrauen zu. Gut, zur Beleuchtungsanlage vielleicht kurz. Beleuchtungsanlage ist ebenfalls mit Standlicht, Automatik und einmal vorne ein sehr heller LED-Scheinwerfer und hinten ebenfalls der Skin. Ich hole es mal eben rum. Der ist hier hinten im Schutzblech integriert. Jetzt wird es kompliziert. So, hier sieht man Beleuchtungsanlage inklusive, wenn es ein bisschen länger gelaufen hat, mit Standlichtfunktion. So, Gewicht habe ich ausgemessen mit knapp 17 Kilogramm, so wie es steht. Und da kann man absolut mit zufrieden sein. Absolut. Der Rahmen macht einen sehr, sehr stabilen Eindruck. Ich wollte vorne auch keine Gabel drin haben, also keine Federgabel, weil Federgabeln nur im wirklich sehr hochpreisigen Bereich stabil sind und eine einwandfreie, spielfreie Führung geben. Das kann so eine Gabel, die vielleicht im Einkauf 100 Euro kostet, nicht liefern. Das geht nicht. Zusätzliches Gewicht ebenfalls. Für mich war wichtig, Stargabel, starr vorne, starr hinten. So, also der Sattel ist ein Gel-Sattel, anatomisch geformt, sehr bequem, muss ich sagen. Einstellbereiche ebenfalls mit dem mitgelieferten Werkzeug über die Inbusschraube einwandfrei. Der Lenker, ebenfalls anatomisch geformte Griffe. Der Lenker, die Biegung selber reicht vollkommen aus, also da bin ich schon ganz mit zufrieden. Er hätte nur eine kleine Idee breiter sein können. Er ist hier von Ende auf Ende gemessen 600 mm und 650 mm wäre besser, also ein bisschen mehr, um ein bisschen mehr Stabilität ins Fahren reinzukriegen. Je kürzer der Lenker ist,
sage ich jetzt mal übertrieben, so vorne direkt am Rohr, ist ein sehr instabiles Fahrverhalten, kein ruhiges Dahingleiten, sehr nervös. Je breiter der Lenker ist, desto mehr Kontrolle habe ich auch und desto mehr ruhigeres Fahren habe ich eben. Gut, vorne der Lenkkopf ebenfalls mit mitgeliefertem Werkzeug, mehrfach einstellbar im Winkel und auch der Anstellwinkel für die Hände, je nach Fahrgewohnweise, ob man eben mehr gerade sitzt oder ein bisschen gebeugter, mehr im sportlichen Stil, vollkommen in Ordnung. Also Biegung reicht, wie gesagt, ein wenig länger wäre schöner. Und wer da im Vorfeld schon mal schauen möchte nach einem größeren Lenker, wie gesagt, Ende sind hier 600, am Griff 22 mm und das waren 31. Da jemand im Vorfeld schon mal gucken möchte oder vielleicht hat er noch einen Lenker und möchte den dann darauf installieren. Dann hat er schon mal die Maße 22, 31,8 und Länge sind hier 600. Gut, Bremsanlage, wie gesagt Shimano, einwandfrei in Ordnung, Schaltung ebenfalls 3x8, also 3 vorne, 8 hinten. Die Pedalerie ebenfalls gut, 2 Flaschenhalter, die auch einen stabilen, vernünftigen Eindruck machen. Wer das nicht braucht oder nicht möchte, kann sie einfach abschrauben. Kein Problem. So, vorne haben wir ebenfalls noch einmal für kleine Gepäcktaschen am Lenker vorne die Halterung schon dran. Und hier ist auch darauf zu achten, dass hier vorne eine sehr stabile Schelle ist, hier oben. Und hier unten ist ebenfalls ein Punkt am Rahmen schon dran. Das sind nicht solche Dinger, die dann mit zwei Schellen gehalten werden, die bei irgendwelchen Vibrationen und größeren Belastungen sich schnell lösen von alleine oder gar den Rahmen beschädigen durch das Hin- und Herwackeln. Also sehr stabile Konstruktion, muss ich sagen. Ebenfalls Schutzblechmontage, ebenfalls mit zwei Stangen und die Schutzbleche Kunststoff und auch nicht das billigste, mit Eckschonern dran. Das Fahrrad insgesamt macht einen sehr, sehr soliden Eindruck und ich bin für 536 Euro absolut zufrieden damit, mit der Qualität und mit dem, was ich für mein Geld bekommen habe. Ob die Packtasche von jedem sein Ding sind, sei dahingestellt, die Pedalen ebenfalls. Das heißt, man kann da noch selber so ein bisschen individualisieren, wenn man mag. Aber die Griffe und die Grundausstattung, die dran sind, das Lenkverhalten und auch die Agilität des Rades, die ist absolut im Rahmen und für das Geld einwandfrei in Ordnung. So, die Montage hat sich sehr einfach dargestellt. Die Schraube, die beiden Schrauben sind eigentlich nur gelöst und das Fahrrad kommt mit einem quergestellten Lenker. Das wird nur gerade eingestellt, der Lenkwinkel noch eingestellt auf seinen persönlichen Stil. Die Schrauben werden festgezogen, ebenfalls mit dem mitgelieferten Werkzeug. Funktioniert, der Sattel wird eingestellt in der Höhe her. Die Pedalen hängen hier unten dran mit dem Rasterband, wenn es geliefert wird. Und die werden einfach nur angeschraubt. Ja, und das war's. Und schon ist der komplette Bau beendet. Da braucht man also keine Angst zu haben. Das bekommt, ich denke, so ziemlich jeder hin oder jeder kennt jemanden, der das dann für einmal eben machen kann. Nachbarschaft oder Kinder oder wo auch immer, Verein. Man sollte darauf achten, bei einem Fahrrad, wenn man das online gekauft hat, dass natürlich nicht alle Dinge vielleicht hundertprozentig funktionieren können, wie Schaltung, Bremseneinstellung und so weiter und so fort. Das A und O ist erst einmal alle Schrauben, die da dran sind, kontrollieren, handfest. Man muss nicht daran rumpramen, aber wenigstens handfest und vernünftig fest müssen alle Schrauben sein. Das kann manchmal nicht sichergestellt werden im Werk, nur bitte kontrollieren. Das ist auch das, was ein Händler macht, wenn er ein Fahrrad ausliefert, was gekauft wurde bei ihm. Aber wie gesagt, beim Online ist das heutzutage ja wegen hier Corona, China, ist das natürlich ein Problem. Und deswegen darauf bitte achten, dass die Schrauben alle angezogen sind. Und natürlich, man sollte mal mit den Händen über die Speichen drüber gehen und dann hört man schon am Klang, ob die lose sind oder ob die fest sind. Es kann schon mal sein, ich hörte davon, dass der ein oder andere damit Probleme hatte, nicht bei diesem Fahrradtyp, sondern bei anderen, dass da die Speichen ein bisschen lose sind. Im Normalfall ist ein Fahrrad beim Händler gekauft, werden solche Sachen erst einmal grob eingestellt.
und dann nach einigen Kilometern fahren, 10, 50 Kilometer oder nach 3 Wochen, sagen wir mal, muss das Fahrrad dann wieder oder 4 Wochen in Inspektion. Dann werden solche Schrauben nochmal nachgezogen, eventuell Bremsflüssigkeit nochmal entlüftet, als Beispiel. Die Speichen werden nachgezogen und auf Rundlauf geachtet, Bremsen und so weiter, alles nochmal kontrolliert. Das ist praktisch die Erstinspektion, die dann auch empfehlenswert ist. Das ist das, was ihr natürlich machen müsst, wenn ihr das Fahrrad online gekauft habt, bei der Erstinstallation von allem. Vielleicht auch noch ein Tacho, den habe ich auch schon bei mir dran gemacht. Geht aber auch alles ganz einfach. Und wie gesagt, die Schrauben, auch die Pedalerie, dass sie richtig fest ist, dass unten alle Schrauben, die irgendwie erreichbar sind, und das ist auch mit dem mitgelieferten Werkzeug hier kein Problem, werden alle Schrauben kontrolliert, ob die zumindest gut fest sind. Auch die Griffe, ob die richtig fest sind. Hier war alles in Ordnung, auch ebenfalls die Speichen. Es war alles so, wie es sein musste. Die Sachen installieren, den Lenker gerade stellen, den Sattel, Pedale dran schrauben und Gas geben. Das war's. Ganz einfach. Gut, ich bedanke mich bei euch und ich schaue selber gerne im Netz nach irgendwelchen Informationen für manche Dinge und ich denke, dem einen oder anderen kann ich hiermit geholfen haben. Ich bedanke mich. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.